What is this? Hello. Was ist eure Lieblingszubereitung, wenn ihr euch ein Kaffee macht zu Hause? Sehr. Am liebsten habe ich den Kaffee mit ein bisschen Schnaps zu oben. Da ist die Kaffeemaschine. Mein treuster Weggefährte ist meine Bialetti. Kaffee immer, wie du sagst, in der Chinkenbombe. Schön schwarz und er im Bett mit guter Poesie. Kapselkaffee und momentan trinke ich von der Delicio Kapseln Nüsse. Ich mache es in letzter Zeit am liebsten mit einer French Press Kanne. Man nennt French Press auch Cafetier, Stempelkanne, Kaffeepresse. Das Sieb dient dann dazu, den Kaffeesatz vom Wasser zu trennen. Zuerst tut man das geht am besten, wenn man es wirkt. Immer tue ich meinen Kaffee mit Handgelenk mal Pie zubereiten. Aber ich glaube, es ist nicht einmal so schlecht, wenn ich das jetzt mal so genau mache. Gut. Voilà! Also ich brauche die Hälfte von dieser Menge, das heisst 15 Gramm auf 5 Deziliter Wasser. Gut, nach dem Wögen tut man es malen. Hey. Wie fein sollte ich malen? Nicht zu fein, nicht zu grob. Etwa so fein. Zuerst filtern wir das Wasser. Mein Wasser hier ist sehr Herzwasser. Und Herzwasser tut am Kaffee nicht gut, weil der Geschmack so eher verfälscht wird. Und darum tut man Herzwasser zuerst filtern, dann wird es weicheres Wasser. Was heisst das? Herzwasser hat sehr viele Mineralien drin, Kalk etc. Und weiches Wasser hat all diese Sachen nicht drin. Ich muss aufs WC. Und French Press oder Cafetier klingt ja recht französisch. Aber ein Italiener hat es erfunden. Und der Italiener heisst Attilio Galimani. Wie ich schon angekündigt habe, tue mit French Press vorher vorwärmen. Weil das tut dem Kaffee einfach gut. Und tue gleichzeitig auch noch die Kanne von allfälligen Seife-Resten oder einfach Rückstände vom vorherigen Kaffeegebrauch wegputzen. Dann lege dies, stampfen. Und ich sehe hier ein bisschen triebes Wasser und zwei, drei Kaffeesatzstückchen rumschwimmen. Gut, das leere ich aus. Kaffeepulver. Rein. Das Pinsel, das ich an einem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Ja. Den Kaffee nicht mit kochendem Wasser oder zu heißem Wasser aufgießen, das würde ihn verbrennen. Und darum 2-3 Minuten warten. Dann rühren. Deckel drauf. Und 4 Minuten ziehen lassen. Jetzt, nachdem es 4 Minuten gezogen hat. Guckt mal. Der Deckel wird drauf. Und langsam abdrücken. Ich würde nicht bis ganz abdrücken, weil sonst wird es unnötig, den Kaffeesatz wieder umwirbeln. Mit dem French Press können wir noch Kaffeepartikel und Kaffeeöl durch das Metallsieb durch, wo dann ins Kaffee gelangt. Und das gibt am Kaffee eine dichtere Struktur, das heisst auch ein cremigeres Mundgefühl, als wenn man jetzt den Kaffee mit dem Filter zubereiten würde. Der Filter tut nämlich das Kaffeeöl und die Kaffeepartikel zurückhalten, also ja, wegfiltern. Ich finde, der einzige Nachteil bei French Press ist, dass es ab und zu immer noch Kaffeesatz übrig haben, aber das ist wirklich sehr wenig. Schlucken oder? Ich freue mich schon, euch mein nächstes Video zu zeigen und das wird mal etwas anderes sein als Thema Kaffee. Und zwar geht es um Make-up. Yeah. Also ein kreatives Make-up-Shooting mit zwei Fotografen, mit der Make-up-Artistin Samantha und mit mir. Then peace.